Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 570. Eichkugel-Wanderung am Dienstag, dem 12. Oktober 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkugel, ich sitze in der Landstraße Hauptstraße bei einem Kiosk, einem kleinen Hütterl, das chinesische Speisen verkauft. Sozusagen ein kleines China-Restaurant zum Stehen. Man sieht es ganz deutlich hier, besonders an den vielfältigen Gewürzen. Das ist ja das Typische der asiatischen Küche, auch in Indien, hinter Indien. Diese Gewürzmischungen, die viele Gewürze beinhalten, ganz aufeinander abgestimmt sind. Die haben ja nicht nur den Zweck, das Essen wohlschmeckend zu machen, sondern auch es bekömmlicher zu machen. Sie haben also sozusagen einen medizinischen Faktor noch in sich. Ja, das wussten die Menschen natürlich auch im Mittelalter. Und es war begehrt, Gewürze zu kaufen aus dem Orient, aus Indien, aus China. Marco Polo hatte eine ganze Speisenkette mitgebracht, unter anderem die Spaghetti aus China. Ja, und dann kam das Jahr 1453. Der Handel war eingeschränkt. Die Expansion des Islams hat den letzten kleinen Rest des Oströmischen Reiches zum Einsturz gebracht. Und so kam es, dass der Landweg, das Herbeischaffen der Gewürze für die abendländische Kaufmannschaft schwierig geworden ist. Daraufhin hat man einen Wettlauf gemacht, wer kann auf dem Seeweg schneller eine gute Route finden, wie man nach Indien, nach China kommt. Die Portugiesen haben gesagt, wir fahren außen um Afrika herum, lang, gefährlich, aufreibend, sehr riskant. Hier im Süden von Afrika. Naja, und Kolumbus hat gedacht, ich fahre geradeaus. Er wollte eigentlich nach Hangzhou, das war sein Ziel, die Stadt in China. Mao Zedong hat einmal gesagt, das ist die schönste Stadt von China. Dort ist ein Fluss, der mündet in eine Bucht vom Meer. Und da kann man gut anlanden. Das hat auch Kolumbus gewusst. Heute steht dort übrigens eine Konzerthalle, das hat er noch nicht gewusst. Ja, und dann hat sich ihm am 12. Oktober 1492 Amerika vor das Schiff geworfen. Heute vor 529 Jahren ist Kolumbus auf der Insel Guanahana zum ersten Mal auf amerikanisches Festland getreten. Zwar Insel natürlich. Erstaunlicherweise weiß man heute nicht mehr, welche Insel das war. Denn mehrere Inseln reklamieren heute für sich, wir waren Guanahana. Es ist eine Insel der Bahamas und er ist dann noch weiter gesegelt und hat eine richtige Eroberung gemacht, indem er Hispaniola, heute Tahiti oder die Dominikanische Republik, für Spanien besetzt hat, erobert hat, sozusagen dort Fuß gefasst hat. Ja, das war heute vor 529 Jahren. Und ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit China auseinandersetzen.